Sie sind dabei? Ja? Ah, jawohl, das finde ich toll, finde ich klasse. Keine Angst. Ich möchte Sie nicht motivieren, 1000 Kilometer durch Australien zu laufen. Das ist nebenbei bemerkt auch nicht so gesund. Aber was wäre Ihr großes Ding? Ich frage Sie das. Was würden Sie machen? Aufgeben höre ich da? Also im Endeffekt, wir haben nur zwei Möglichkeiten, oder? Zwei Möglichkeiten. Genau. Möglichkeit eins, ich ziehe das Ding mit aller Gewalt, mit aller Willenskraft durch. Auf Kosten meiner Gesundheit. Oder Möglichkeit zwei, ich setze meine Vernunft ein, akzeptiere die Situation und gebe das Rennen auf. Leidenschaft, jawohl. Glaube an sich selbst, unbedingt. Tun, anfangen, Disziplin. Ich glaube, alles wichtige Punkte. Ich denke, wir sind uns einig, es gibt viele verschiedene Faktoren für Erfolg, aber mit den beiden Hauptursachen für Erfolg, ob im Extremsport, im Business, im Alltagsleben ist, konkretes Ziel zu haben und mit Ausdauer und Beharrlichkeit dieses Ziel auch zu verfolgen. Wir fallen hin, wir stehen wieder auf, wir entwickeln uns weiter. Denn für Erfolg, ob im Extremsport, im Business, im Alltagsleben, müssen wir uns im Wesentlichen nur eine Frage beantworten. Nur eine Frage. Und diese Frage lautet, warum? Sag mal, Norm, wie machst du das denn eigentlich? Solche Läufe wie in Australien? Das ist doch der Wahnsinn. Und die Antwort ist im Endeffekt ganz einfach. Schauen Sie, dieser Lauf hier war für mich ein lohnenswertes, faszinierendes und klares Ziel. Wir alle hier im Saal brauchen einen Kompass. Wir benötigen eine klare Richtung. Wir müssen wissen, wohin wir laufen möchten. Wir benötigen ein Ziel. Wir müssen uns die Frage nach dem Warum, nach unseren Motiven beantworten können. Denn erst Motive geben unseren Zielen ihren Sinn. Ich denke, wir alle hier sind zu unglaublichen Leistungen fähig, wenn wir uns ein großes und klares Ziel setzen und für dieses Ziel ein passendes Warum haben. Und dann passierte das für mich Unvorstellbare. Der alte Mann überholte mich. Ganz locker und lässig. Und vor allem, der lief noch. Der lief leichtfüßig. Kurze, flache Schritte. Das sah bei ihm mal so leicht, so locker aus. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Und genau diese Frage stellte ich ihm. Wissen Sie, was er mir antwortete? Er sagte mir, und das vergesse ich bis heute nicht, ich laufe nicht 100 Kilometer, ich laufe einen Kilometer 100 Mal. Stellen Sie sich bitte vor, Sie gehen mit mir für eine Woche in die Wüste. Und wir gehen nicht in irgendeine Wüste, nein, wir fahren in die Kalahari nach Südafrika. Meine Damen, meine Herren, Kian aus Singapur hat den gesamten Kalahari Extreme Marathon trotz enormem Übergewicht, entgegen aller Vorhersagen und gegen jede reelle Chance erfolgreich beendet. Vielen Dank für Ihre Zeit, für Ihr Kommen, für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Applaus